Cool. Also es rattert. Bin Macht gespannt. auch ganz gut, oder? Oder auch Ja, doch, dann ist es eigentlich ganz gut. Also auf Facebook sehe ich euch schon. nicht. Instagram auch. Und YouTube läuft auch. Also wünsche ich euch viel Super. Spaß. Dankeschön. Sind wir live? Ja, überall. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Helena Himmelsbach, zu diesem Kongress, zu diesem Live-Gespräch. Ganz toll, dass du Zeit gefunden hast und heute dein Wissen über Ayurveda in Bezug auf Nahrungsintoleranzen mit uns teilst. Ja, danke schön, Theresa. Ich freue mich, hier mit dir live zu sein und ja, bedanke mich ebenfalls. Ja, wir sind beide ganz aufgeregt. Ich glaube, die Helena hat das ja auch noch nicht so oft gemacht, was ja eh ganz natürlich ist. Und wir sind sicher, es wird ein ganz tolles Gespräch werden. Helena, wo bist du zu Hause? Ich bin in Köln zu Hause. Okay, und du betreibst da auch einen Ayurveda-Laden? Genau, also mein Partner und ich betreiben zusammen einen Ayurveda-Yoga-Meditationsbedarfsladen, wenn man so will. Wobei ich vor allem noch meine Ayurveda-Praxis um die Ecke, die um die Ecke liegt, betreibe und er vor allem im Laden ist. Und genauso als ganzheitliches Konzept. Ja, ganz toll. Wie bist du denn zum Ayurveda gekommen? Eigentlich schon relativ früh. Also ich habe mich schon sehr früh überhaupt mit Asien beschäftigt und das hat mich sehr begeistert. Also auch so Buddhismus und so die asiatische Denkweise und Karate schon ganz früh in der Grundschule Oh, ja wow. gemacht. Ja. Irgendwann kam ich zum Karate oder über das Karate auch zum Yoga. Und habe gemerkt, dass das eine super Ergänzung ist. Also so Karate, die Schnellkraft und Yoga, so die Beweglichkeit, die kraftvolle Ruhe, wenn man so will. Und ja, vom Yoga ist dann der Weg zum Ayurveda auch nicht mehr weit. Und ja, so habe ich dann auch Ayurveda entdeckt, beziehungsweise meine Mutter war auch schon früh dabei, selber Ghee zu machen und sich dafür Gewürze und Rezepte zu interessieren. Und ja, als ich dann Asienwissenschaften studiert habe mit Schwerpunkt Indien, war dann da auch schon Ayurveda immer wieder Thema und ich habe da Seminare zu besucht. Und Was findest du denn, was hat deine Leidenschaft am Ayurveda geweckt? Was kann Ayurveda uns hier und heute geben? also ich finde besonders faszinierend so diese Einstellung im Ayurveda, dass der Mensch als Individuum betrachtet wird mit all seinen, ich sag mal, Faktoren, Kriterien, ne, so Lebensalter, wo er wohnt, wie er wohnt, wie er lebt, wie alt, männlich, weiblich und so weiter. Also all diese Faktoren werden immer betrachtet und daher wird jeder Mensch sehr individuell betrachtet. Und dennoch gibt es quasi dieses System, das ja, diese Zuordnung oder Einordnung erlaubt, was für wen vielleicht gerade in welcher Weise gut sein kann. Ja, ganz toll. Wir sprechen eben heute über Nahrungsintoleranzen und welchen Beitrag Ayurveda dafür sein kann. Was mal ganz pauschal ge gesagt, was ist denn sozusagen was kann Ayurveda eigentlich eben, das kommt ja von ganz weit weg, was können wir hier und heute daraus ziehen, wenn wir Verdauungsprobleme haben, wenn wir Dinge nicht vertragen. Wie gehst du da vor? Wie kann Ayurveda da heilend wirken? Also es ist im Ayurveda so ein ganz, ich würde mal sagen, ein anderer Ansatz als in der, sag mal, westlichen Schulmedizin. Und zwar spielt so das Hauptthema das Agni, das Verdauungsfeuer.
welches man, also es gibt mehrere Arten von Verdauungsfeuer. Wenn ich von dem Agni spreche, meine ich das Chatur-Agni, das sich hier so in der Mitte befindet, so als Hauptfeuer. Und alles dreht sich im Grunde um dieses Agni, denn es gibt auch ein ganz tolles Zitat: Du bist nicht, was du isst, sondern was du verdaust. Oh wow. Das finde ich richtig stark. Also ist auch leicht provokant, zugegebenermaßen. aber finde ich richtig genial, weil das deutlich macht, wie wichtig dieser Zustand des Agnis tatsächlich für die Gesundheit ist und natürlich auch für die Verdauung. Und genau, der Darm ist ja auch quasi Sitz des Immunsystems, also daher auch Sitz der Gesundheit, wenn man so möchte. Was kann ich denn tun, wenn ich verschiedene Unverträglichkeiten habe, um dieses Agni, dieses Verdauungsfeuer zu verstärken, zu kräftigen? Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Eine Regel oder eine hilfreiche Vorgehensweise ist schon mal klare Essenszeiten zu haben. Also nicht einmal um 6 Uhr frühstücken, einmal gar nicht, einmal um 10 Uhr. Klar kommt sowas, kann sowas immer wieder mal vorkommen, aber so eine Regelmäßigkeit einzuplanen, einzuhalten, sich die auch zu nehmen, ist ja auch so ein Stück weit Self-Care, dass man da für sich sorgt, für die, ne, für sein Energie auftanken, wenn man so will. Das ist schon mal, also diese klaren Essenszeiten mit genügend Pause dazwischen, also es werden so 3 bis 5 Stunden im Idealfall Pause zum Verdauen empfohlen, dass man nicht mal eben hier einen Apfel, mal da einen Keks, mal da ein Eis isst, was dann alles für ein Durcheinander verursacht. Okay. Das ist so ein sehr guter Anhaltspunkt. Andererseits aber auch zum Beispiel das Trinken von warmem Wasser immer wieder schluckweise über den Tag verteilt. Man kann sich ja, das ist die schöne Symbolik mit der Flamme, wenn man sich das so vorstellt, wenn man immer wieder mal Schlückchen warmes Wasser obendrauf gießt, stärkt das diese lodernde Kraft. Wohingegen sowas wie eiskalt literweise Kohlensäuregetränke dann diese Kraft schwächen. Das leuchtet mir total ein. Ich kenne das jetzt auch aus anderen Ernährungslehren, dass man sagt, also jetzt doch ganz, sagt man naturwissenschaftlich, der Körper braucht ja dann, wenn man etwas sehr Kaltes trinkt, braucht ja dann der Körper Energie, um dieses eisig Kalte sozusagen auf Körpertemperatur hinaufzubringen. Und allein dadurch geht ja schon Energie verloren. Also das, seit ich das erfahren habe, ich versuche auch immer, also ich trinke überhaupt nichts eisig Kaltes mehr, auch nicht mehr im Sommer Eiswürfel und so weiter, alles raus und sogar warm, nicht lauwarm oder sogar heiß. Ich meine, auch in arabischen Ländern wird ja, obwohl es dort so heiß ist, der Tee etc. wird auch heiß getrunken. Also das ist einfach eine Weisheit, die in verschiedenen Kulturen gelebt wird. Richtig, richtig. Und man kann ja dann auch wieder gucken, weil du Tee gesagt hast, ne, ob man jetzt zum Beispiel Minztee nimmt, der ja an sich hat Minze ja zum Beispiel eine thermisch kühlende Wirkung. Man kann also auch Aha. mit einem warmen Getränk den Körper kühlen, sozusagen. Ah, wow, ja, sicher, es gibt immer so diese thermische Wirkung der Nahrungsmittel. Also wir werden ja jetzt hier live gestreamt auf YouTube, auf Instagram und auf Facebook. Und ich möchte euch alle auch gerne einladen, Fragen zu stellen. Und ich werde diese Fragen dann aufgreifen und dass wir schauen, dass wir auch möglichst viel von den Themen, die euch interessieren, hier einbringen. Helena, jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Unverträglichkeiten. Manche Menschen haben eine, also Laktoseunverträglichkeit, Fructose, dann ganz verschiedene Nahrungsmittel, Histamin, Intoleranz, alles Mögliche. Und auf dem Kongress, der jetzt da morgen startet, habe ich auch versucht, ein bisschen sozusagen aus allen Ecken etwas zu beleuchten. Wie, also wenn jetzt jemand, du berätst ja die Menschen, wenn jetzt jemand kommt, also du hast gesagt, der erste Schritt ist einmal dieses Verdauungsfeuer zu stärken. Gehst du dann auch aufs
spezifische Nahrungsunverträglichkeiten, Nahrungsintoleranzen jeweils anders ein? Also wenn jemand schon weiß, er verträgt keine Milch oder was weiß ich, oder nur keine Fructose oder die FODMAPs etc., was es da alles gibt, hast du dann jeweils eine andere Therapie parat oder hat das eher mit diesen ayurvedischen Typen zu tun, mit dieser Typenlehre? Wie gehst du da vor? Genau, da wollte ich auch gerade, weil du Typenlehre sagst, drauf eingehen. Jeder Typ, also jede Konstitution hat ja andere Tendenzen. Also zum Beispiel die eine Konstellation verträgt vielleicht was sehr Scharfes nicht so gut oder ne, oder das, also es gibt immer so verschiedene Tendenzen. Das erste Schritt ist natürlich auch noch vor der Agni-Behandlung in Anführungszeichen, zu schauen, in welchem Gesamtzustand befindet sich der Mensch. Also zu gucken, liegt auch Stress zugrunde oder ne, also psychisch-geistige Themen. Wir sind ja immer eine Einheit aus oder zusammengesetzt aus vielen Aspekten. Da lohnt es sich immer zu schauen, was ist sonst noch so im Leben los, also um da eine wirkliche Klarsicht drauf zu haben, wie eigentlich die Situation ist. Und weil das ja auch beeinflusst, ne? Sozusagen alle emotionalen, psychischen, stressmäßigen Belastungen belasten natürlich auch über diese Darm-Hirn-Achse das Verdauungssystem. Darüber gibt es auch im Kongress mehrere Interviews, wie man emotionale Entlastung betreibt und dadurch dann auch Unverträglichkeiten besser werden. Genau. Und das ist also das eine. Und zum anderen ist aber dann auch noch wichtig zu gucken, in welcher Konstellation werden die Lebensmittel gegessen, getrunken, zu sich genommen. Weil zum Beispiel, jetzt als Beispiel, eiskalte Kuhmilch ist für fast niemanden gut. Also Ayurveda hat da zum Beispiel die Ansicht, also davon abgesehen, dass Kuhmilch jetzt eh sehr umstritten überall ist. Ja. Aber dass zum Beispiel Milch warm gemacht oder aufgekocht mit verschiedenen Gewürzen wie Zimt, Kardamom, Kurkuma, Muskat, Vanille und so weiter eine sehr viel bekömmlichere, einen bekömmlicheren Zustand quasi erlangt und daher auch von mehr Menschen verdaut werden kann. Also es spielen so viele Aspekte eine Rolle, ne? Auch die, also die Art der Zubereitung, die Gewürze, die Menge, die Kombinationen, gerade bei Früchten ein sehr wichtiges Thema. Also so der klassische Obstsalat ist total schwer verdaulich, weil da ja ganz viele verschiedene Früchte, also saure Früchte, süße Früchte, gemixt werden und die eigentlich zum Beispiel teilweise gar nicht zueinander passen. Das heißt, Obst sollte auch zueinander passen. Genau, nicht nur Obst sogar, also sondern zum Beispiel auch, um wieder bei der Milch zu sein, Milch und Obst verträgt sich auch überhaupt nicht gut, also die Kuhmilch. Oder Wassermelonen sollte man am besten komplett getrennt von allem essen. Weil die sehr einen sehr hohen Wassergehalt hat und ja. Wenn man jetzt zum Beispiel, da gibt es ja diesen Schafskäse-Melonensalat jetzt als Beispiel, ja. Was ja an sich eine wahrscheinlich leckere Kombi ist, aber für das Verdauungsfeuer absolut übel, weil diese Wassermelone total schnell verdaut wird und dieser Ziegenkäse extrem langsam. Und da gibt es halt also gerade die Kombination von tierischen Produkten mit Obst oder auch Getreide mit tierischem Eiweiß, mit Obst. Es sind so richtige große Herausforderungen fürs Verdauungsfeuer, die dann, wenn man das zum Beispiel regelmäßig immer wieder isst, auch zu AMA, zu Ablagerungen führen können, die dann ne, zu Gärungsprozessen, das legt sich irgendwo ab im Körper und gärt und fault da weiter und kann im schlimmsten Fall dann auch wirklich zu Krankheiten führen. Okay, Helena, die ersten Fragen kommen herein. Wenn ich Unverträglichkeiten habe und diese nicht richtig behandelt wird, können dann noch mehr Unverträglichkeiten hinzukommen? Ich würde sagen, ja. Also jetzt ohne natürlich die Gesamtsituation zu kennen, es macht
immer Sinn, wirklich nochmal genau nachzufragen. Tendenziell, also ich würde jetzt ad hoc sagen, ja, weil das ja ein geschwächtes Agni dann wiederum produziert. Also das Agni ist schon geschwächt, die Unverträglichkeit ist da, man isst so weiter wie bisher. Also verschlimmert sich auch das, wodurch die erste Unverträglichkeit gekommen ist. Das stellt für mich so eine Situation dar, als würde das weiteren Unverträglichkeiten die Türen öffnen. Ja, weil eben der erste Schritt wäre vielleicht, dass man die nicht verträglichen Nahrungsmittel entweder weglässt oder was wir jetzt gerade über Milch besprochen haben, dass man auch schaut, dass man sie mit Wärmen und mit Gewürzen verträglicher macht. Ja, habe ich genau, das? Richtig, ja. Genau. Und dann eben auch eben, ich fasse das nur nochmal zusammen, oder eben auch nicht mit gewissen Nahrungsmitteln mischt, die da nicht hineinpassen. Richtig, genau. Und dann also das wäre das einmal konkret an den Nahrungsmitteln entlang behandelt und dann umgekehrt aber auch schaut, dass man dieses Verdauungsfeuer, wie du jetzt gesagt hast, mit verschiedenen Maßnahmen stärkt, die wir dann vielleicht noch näher besprechen können. Jenny fragt, kann man bei gleichzeitiger Histamin- und Fructoseintoleranz, was kann man da machen? Bekommt man die wieder weg? Ja, also würde ich auch sagen, bekommt man wieder weg oder kann man wieder wegbekommen. Gerade bei so einer Kombination bietet sich das meines Erachtens an, mal so ein Reset zu machen für den Körper, also so einen kleinen von mir aus eine Entgiftungswoche, wo man mal, also es gibt bestimmte entlastende Gerichte im Ayurveda, zum Beispiel das berühmte Khichdi, eine Mischung aus Mungbohnen, also Mungdal und Basmati-Reis im Verhältnis 50-50, mit im Idealfall auch mit verschiedenen Gewürzen, wie vielleicht Fenchel, Kümmel, Anis, also so verdauungsunterstützenden Gewürzen. Ja. In verschiedener Weise kochen, dass man zum Beispiel mal so eine Entlastungswoche damit macht, also nicht komplett fasten, weil das schwächt immer das Agni. Flamme, die ja sich nach irgendwas verzehrt und da kommt dann vielleicht nur Wasser, dann, also im Ayurveda ist das wird eher so vorgegangen, dass dann so eine Entlastung auch mit leicht bekömmlichen Speisen wie Khichdi vonstatten geht oder aber natürlich bei medizinischen Kuren gibt es natürlich auch Fasten mit dünner Reissuppe oder dünner Getreidesuppe je nach oder Mungbohnensuppe. Und warum sind die Mungbohnen gut verträglich? Weil ich höre immer von Bohnen, dass die ja eben gar nicht so gut verdaulich sind oder dass man sie unbedingt vorher selber einweichen sollte, nicht schon gekocht kaufen, sondern einen Tag mindestens einweichen, sie am besten im Druckkochtopf kochen, damit die Antinährstoffe rausgehen. Detto beim Reis habe ich auch schon in Interviews, die im Kongress vorkommen, wird so gesagt, den Reis, der enthält ja oft Arsen, den sollte man einweichen über Nacht, auch den weißen Reis. Also achtest du auch auf solche Dinge? Ja, ist schon wichtig, auf jeden Fall. Also so die Art der Zubereitung natürlich auch. Also dieses Einweichen finde ich sehr wichtig, weil alles sozusagen dazu beiträgt, dass die Nahrungsmittel bekömmlicher werden. Also über Nacht einweichen, Wasser abgießen, mit neuem Wasser kochen, mit bestimmten Gewürzen oder eventuell noch die Gewürze vorher in Ghee andünsten. Das ist das ayurvedische Gold, okay, ja, was auch wieder zur Bekömmlichkeit beisteuert. Vielleicht sagen wir für die, die es nicht wissen, was Ghee genau, ist. Ghee, ja, genau, das ist geklärte Butter. Also das ist quasi, kann man selber auch sehr leicht herstellen, indem man zum Beispiel Butter, wenn ich jetzt von tierischen Produkten spreche, immer von Bio- und oder Demeter-Qualität. Also ich, ne? Ja. Und die natürlich im traditionellen Ayurveda auch eine andere Qualität hatten als heutzutage. Das muss man auch nochmal festhalten. Klar. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich jetzt kein Verfechter von tierischen Eiweißen bin. Nicht, dass das hier jetzt falsch rüberkommt, weil ich die ganze Zeit darüber spreche. Aber genau, zurück zur Butter.
Die kann man erwärmen im Kochtopf, also mehrere Blöcke am besten. Und dann trennen sich, das sprudelt, blubbert so ein bisschen hoch und es setzt sich so ein weißlich-gelber Schaum ab oben. Den kann man entweder, wenn man dabei steht, immer schön abschöpfen, ablöffeln. Oder man schüttet das am Ende, wenn alles so gelöst ist und geblubbert hat, durch ein Tuch und hat dann eben diese geklärte Butter im Glas. Also man sammelt dann das, was unten rauskommt, in einem Glas. Und das ist halt quasi, also natürlich ist es noch tierischen Ursprungs, weil es ja nun mal von Kühen stammt. Die im Ayurveda als nicht hilfreichen tierischen Eiweißverbindungen sind eben abgeschöpft. Und dadurch ergibt sich dann auch so dieses, ich sag mal, cleane und wohltuende Produkt Ghee. Und mit dem wird dann vorzugsweise gekocht oder gebraten? Sehr viel, genau. Also es gibt natürlich auch wieder für alle Zustände und Umstände auch anderes, also Kokosöl oder sonst was. Aber rein traditionell ayurvedisch wird quasi, ich sage jetzt mal so 90% mit Ghee gemacht, einfach weil es quasi zum einen total nährend wirkt, also es wirkt nährend, ölend von innen, also auch zum Beispiel bei Gelenken, die knacken oder wo was abgelagert ist. Also es wirkt so schmierend von innen und auf der anderen Seite trotzdem entgiftend, weil die fettlöslichen Giftstoffe dadurch auch super rausgespült werden können. Ah, wow. Und wenn ich jetzt eine Laktoseintoleranz habe oder Casein, also diese verschiedenen Elemente der Milch, kann ich das trotzdem verwenden? Also das muss man natürlich individuell immer gucken. Ich würde das zum Beispiel jetzt einen kleinen Teelöffel Ghee mit, sagen wir jetzt mal, Kreuzkümmel und einer Prise Pfeffer, einer Prise Steinsalz, würde ich jetzt erstmal sagen, einfach mal probieren. Immer bekömmlicher machen mit Gewürzen, das höre ich da heraus. Genau, das ist immer wieder die Devise. Ah, ganz toll. Wobei Ghee als solches eigentlich im warmen, im erwärmten Zustand in der Pfanne schon eigentlich bekömmlich ist, wenn man so will. Interessant. Ja, also ich lade euch noch einmal ein, Fragen zu stellen an Helena und Susis Greenie Plus hat gefragt, sie hat auch gehört, dass man das Obst eigentlich als Vorspeise essen sollte. Das bezieht sich noch auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Mhm. Ja, hat sie richtig gehört. Also Obst wird tatsächlich getrennt vom Rest der Nahrungsmittel empfohlen, so eine halbe Stunde vorher. Oder eben auch angedünstet. Zum Beispiel beim klassischen Porridge kann man auch Obst etwas andünsten, dann hat man es in warmer Form. Wenn man jetzt Porridge mit Obst haben möchte, dann kann man diese Kombination auch gut nutzen. Aber der bekömmlichste Weg wäre, so eine halbe Stunde vor der anderen Mahlzeit das Obst zu essen. Also im Ayurveda geht es auch viel um dieses Erwärmen, stimmt das? Richtig, genau, da sind wir wieder beim Agni, weil zum Beispiel das klassische Abendbrot, was wir hier immer, ich weiß nicht, ob wir es immer noch haben, ich höre es immer wieder, ne, so abends Brot mit bisschen Möhrchen und Gurke, Rohkost. Die gesunde Rohkost am Abend ist halt laut Ayurveda überhaupt nicht gesund. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Das würde man dann zum Beispiel zwischen 10 und 14 Uhr empfehlen, weil da das Agni besonders stark brennt. Also das Agni richtet sich auch mit dem Sonnenstand quasi oder wird durch den Sonnenstand oder entspricht in seiner Stärke dem Sonnenstand. Jetzt haben wir es. Ja. Morgens noch nicht so stark, wird dann immer stärker, zwischen 10 und 14 Uhr besonders stark. Das heißt, in der Zeit könnte man super auch ein Brot oder Rohkost oder ein Eis oder was weiß ich, also was Kaltes essen. Und dann wird es schon wieder weniger, ne, stark. Deshalb ist für den Abend das Beste eigentlich sowas wie Suppen, Eintöpfe oder gedünstetes Gemüse.
Genau, also es ist auch dann keine Einschränkung hinsichtlich irgendwie Low Carb oder High Carb oder sowas. Also Hauptsache eigentlich gekocht und warm, wenn man so will. Ah, interessant. Jetzt, wenn ich eben ein Mensch bin mit einem hohen Leidensdruck und ich komme eben zu dir, also du hast gesagt, einerseits würdest du dann so eine Entlastungskur mal anraten, und gehst du dann eigentlich auf einzelne Unverträglichkeiten ein, in dem Sinn, dass du dann sagst, okay, eine bestimmte Diät oder bestimmte Gewürze, die sich auf diese Intoleranzen beziehen, oder gehst du da eher auf diese Typen, die es ja im Ayurveda auch gibt, nicht? Dieses Vata, Pitta und ich weiß nicht, wie das noch heißt. Tut mir leid, dass ich da so unwissend bin. Also gehst du da eher von diesen Typen aus oder gehst du da schon auch auf die individuellen Probleme ein? Was ist da die richtige Vorgehensweise im Ayurveda? Ich würde sogar sagen, beides ein bisschen. Ja. Weil ein bestimmter Typ ja auch immer eine bestimmte Tendenz hat, ne? Zum Beispiel, jetzt muss ich mir was überlegen, also zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein. Genau, es geht einerseits natürlich um den Typen, andererseits ist der Typ ja auch nochmal losgelöst von der Disbalance zu betrachten. Also es gibt ja auch noch zwei verschiedene Konstitutionen, wenn man will. Die angeborene, das ist die Prakriti, die ist unveränderlich von Geburt an. Und dann gibt es die Vikriti, das ist die Störung, die sich obendrauf setzt. Also so eine, ich sag mal, so eine Histaminintoleranz wäre dann die Vikriti. Und da muss man natürlich fein differenzieren, wie sieht jetzt die Prakriti aus, was ist die Vikriti? Gibt es noch andere Faktoren? Gibt es irgendwie vermehrtes Vata im Bauch, sprich viel Luft, viel Blähung, viel Verstopfung, sowas? Mhm. Dann würde ich anders damit umgehen, als wenn zum Beispiel sehr viel Durchfall, die Reaktion mit Durchfall oder aus Durchfall besteht. Da muss man quasi immer gucken, wie beides aussieht. Und dann quasi ganz individuell den Plan, das Vorgehen machen. Sag bitte doch noch einmal diese drei Typen und wie das dann mit Nahrungsintoleranzen zu tun hat, ob da jeder Typus auch eigene Gewürze erhält oder wie das da sich verhält. Also es gibt verschiedene Gewürze, die dann für die verschiedenen Typen auch angeraten sind. Zum Beispiel nehmen wir mal Vata. Das setzt sich aus Wind und Äther zusammen, also ein sehr feiner Typ, also auch eher fein gebaut, zartgliedrig, aber sehr wirbelig, also so ein bisschen Typ quirlige Elfe, ne, so. Oder auch zerstreuter Künstler, Künstlerin, weil da sehr viel Kreativität, Wind, Ideen, Einfälle vorhanden sind. Da benötigt es dann vor allem entblähende Gewürze, also sprich Sachen mit vielleicht auch mit einem hohen ätherischen Ölgehalt, sowas wie Anis, Fenchel, Kümmel, Kardamom, was man übrigens dann auch gut kauen kann zum Beispiel. Das liebe ich alles. Oh Gott, ich habe jetzt hier so einen aufgeblähten Bauch, dann kann man halt da auch mit sowas gegenwirken, wobei es natürlich auch noch andere, ich sag mal, greifendere Pulverchen und Kräuter aus dem Ayurveda gibt, die dann Abhilfe schaffen können. Das heißt, das ist auch ein sehr umfassendes medizinisches System, kann man sozusagen es nennen. Sehr komplex, genau. Also es gibt auch also alleine die Pflanzenheilkunde, die man Dravya Guna nennt, da gibt es ganz viele Kategorisierungen, Verdauungswirkung, die thermische Wirkung, die Wirkung vor der Verdauung, nach der Verdauung, die Gesamtwirkung. Also es ist super komplex, was da wie eingeteilt wird. Und das wird eben im Ayurveda alles total fein differenziert betrachtet. Was sind die anderen beiden Typen? Genau, die anderen beiden.
Pitta setzt sich aus Wasser und Feuer zusammen, vergleiche ich immer ein bisschen mit so flüssiger Lava, also sehr energiegeladen. Daher auch so ein bisschen, sagen wir, Typ Manager, ne? So gestresster Manager, immer hier und da am Machen und Planen und ne, so mit so Hochdruck, also Bluthochdruck drängt sich förmlich auf, so als Tendenz, sagen wir mal so. Und da gilt es dann zum Beispiel eher so ein bisschen zu beruhigen. Also so jemand hat dann tendenziell eher Durchfall, Sodbrennen, Magensäure, Probleme, Reflux, sowas. Und da gilt es dann eben, diese Säure in den Griff zu bekommen und auch eben vielleicht auch mit basischen Kräutern und auch kühlenden Kräutern herzugehen. Also sowas wie die Minze, die wir eben hatten. Ja. Kardamom wirkt auch ausgleichend auf alle drei Doshas. Rose hat noch was sehr Kühlendes. Sandelholz, jetzt nicht zum Essen, aber es wird ja äußerlich, also es wird ja mit vielen Elementen gearbeitet. Also man kann Sandelholz auch äußerlich zum Beispiel zum Nutzen, ja. Das heißt, auch hier wird im Ayurveda, es gibt einerseits die Kräuter, die man einsetzt, die Gewürze, aber eben auch ätherische Öle, die man aufträgt oder die man riecht. Genau, also es ist so komplex, also es wird quasi alles mit einbezogen, was eigentlich alles, was gefühlt existiert, ne? Die Öle, die Kräuter, Edelsteine in bestimmten Fassungen, mit Silber, mit Gold, mit so und so viel Karat, an dem und dem Finger, also da sind wir wieder bei Astrologie. Also das kann man jetzt nicht bei einer Intoleranz das ganze Aufgebot auffahren, oder kann man wahrscheinlich schon, wenn man wollte, aber wäre jetzt natürlich sehr viel Aufwand. Aber ich, genau, also mit was du gefragt hast, es wird total viel mit einbezogen. Und eben immer so komplett individuell auch auf die Person geschaut. Und eben von innen und von außen. Das ist das Schöne. Also wir hatten jetzt diese beiden Typen beschrieben. Wie ist der dritte? Der dritte ist Kapha. Setzt sich aus Erde und Wasser zusammen. Vergleiche ich gerne mit so ein bisschen schwerem, nassen Moos. Also ne, so was Schweres, Schwerfälliges, Träges. So Typ Couch-Potato so ein bisschen, aber auch, das ist jetzt negativ angehaucht, um was Positives zu sagen, auch Fels in der Brandung, also ne, den wirft so schnell auch nichts um, weil da ist sehr viel Stabilität, sehr viel, sagen wir, schwerer Knochenbau, Tendenz zum Ansammeln, deshalb auch eher mal Wasser in den Beinen und eher so dieser Typ, der muss nur ein Stück Kuchen anschauen und hat schon 2 Kilo zugenommen, ne, so, weil da auch oft der Stoffwechsel schwerfällig ist, sprich das Agni brennt häufig super schwach. Einfach, wenn du dir so nasses, schweres Moos vorstellst, wie soll da eine kräftig lodernde Flamme brennen? Ist eigentlich logisch. Und da muss man halt so total viel anheizen. Also da sind dann so Sachen wie Chili, so alles, was die anderen beiden triggern oder austrocknen würde, ist da halt angebracht. Pfeffer, Chili, Ingwer, Rucola, also so scharfe und feurige und aktivierende Gewürze. Ah, sehr spannend. Wir haben eine weitere Frage. Bitte stellt weiterhin eure Fragen. Wir greifen sie auf. Und hier heißt es, wie ist das, wenn ich vor dem Essen Obst esse, bekomme ich Schmerzen, also vor dem Essen, und nach dem Essen vertrage ich das Obst besser. Was rätst du mir? Wie kann es das geben? Ja, ich überlege mal gerade. Also auf jeden Fall wäre es gut, das Obst trotzdem nicht danach zu essen. Und zwar aus folgendem Grund: Obst wird ja sehr schnell verdaut, der Rest dessen, was man vorher gegessen hat, aber nicht so schnell. Und dann gibt es einen riesen, ich sag mal, Durcheinander im Darm, eine Masse, die dann sehr schnell zu gären anfängt. Und dann hat man eben genau dieses Ama auf lange Sicht, diese Ablagerung, diese Gärprozesse im Körper liegen, die dann sich auch verselbstständigen können und zu Krankheiten führen können. Deshalb würde ich das auf jeden Fall, egal wie gut du es quasi verdaust oder meinst zu verdauen, nicht so machen.
Ich würde dir mal raten, das Obst anzudünsten. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht wurde, weil das macht ja eine bessere Bekömmlichkeit. Vielleicht auch mit einer Prise Kardamom, Zimt, wenn es dir nicht zu weihnachtlich ist. ne, so Kurkuma. Also Prise von diversen Gewürzen, die du vielleicht auch gerne magst, um dann mal zu testen, ob das Obst dann besser verdaut wird. Weil es kann sein, dass es in diesem Kuddelmuddel, was du dann durch die Hauptmahlzeit mit dem Nachtisch Obst zu dir nimmst, dass das da quasi erstmal untergeht, also vermeintlich, in diesem Riesengemisch. Aber auf lange Sicht hin kann das, ich sag mal, nicht gut gehen. Das heißt, dieses Trennen von verschiedenen Arten von Nahrungsmitteln ist auch ein wichtiger Pfeiler des Ayurveda. Ja, würde ich schon so sagen. Also ich würde vielleicht gar nicht so trennen sagen. Es ist natürlich eine Trennung, vielleicht eher die Abfolge. Also, dass man eben das Obst vorher isst und dass man zum Beispiel auch nicht so viel dazu trinkt, weil das die Magensäure verflüssigt. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, so ein klassischer Brigitte-Abnehmen-Hack ist ja hier, trink einen Liter Wasser vorm Essen, dann hast du nicht mehr so viel Hunger. Ist aber eigentlich aus ayurvedischer Sicht das Schlechteste, was man machen kann, weil man verdünnt damit seine Magensäure und ruiniert sich eigentlich seine Verdauungskraft, also wenn man das jetzt tagtäglich macht. Ja, das mit der Magensäure wird auch im Kongress, der ab morgen läuft, immer wieder angesprochen, dass also es geht, das läuft so unter Esshygiene, dass man eben sagt, um die Verdauungssäfte zu stimulieren, sollten wir uns für das Essen Zeit nehmen, wir sollten uns hinsetzen, dass wir auch, wie heißt das, Sympathikus, Parasympathikus, nicht, dass wir in diesen Entspannungsmodus kommen. Also ich habe so die Tendenz, im Stehen in der Küche schnell essen zu wollen. Ich muss mich da so sehr zwingen, das anders zu machen. Also sitzen, vielleicht am Anfang, also wer jetzt christlich könnte man auch beten oder zumindest dann kurz innehalten und irgendwie Dankbarkeit oder Besinnung kurz vor dem Essen, und dass all das dazu beiträgt, und auch keine Ablenkungen natürlich, kein Handy etc., möglichst auch nicht zu viel sprechen und schon gar nicht streiten, und dass alles das dazu beiträgt, dass die Magensäure aktiver wird und die Gallenflüssigkeit und so weiter und so fort, nicht? Das wird im Kongress immer wieder erwähnt, dass die meisten Menschen zu wenig Magensäure haben, weil dieses hastige Essen, das Essen im Gehen, das Essen im Stehen, dass das eben so schlecht sei. Richtig. Ja, das hätte jetzt eine ayurvedische Aussage sein können. Toll. Also da, genau, es gibt auch im Ayurveda den Begriff Upayoga Sansta, der so besagt, dass eben diese Atmosphäre beim Essen total wichtig ist und wichtiger sein kann. Jetzt als Beispiel sollte man natürlich nicht jeden Tag jetzt so seine Nahrungsmittel auswählen, aber dass man zum Beispiel ein Stück Kuchen, dass man so voller Genuss und Freude und vielleicht mit der besten Freundin oder mit Partner, Familie genießt, dass man das besser verdauen kann als die gesündeste Gemüsesuppe, die man so total mit Widerwillen isst. Ah, oh, wow, das ist wirklich eine gute Info. Eine krasse Aussage. So, wie gesagt, sollte man nicht jetzt als tägliche Ausrede für ungesunden Konsum. Meine Lieblingsschokolade. Genau, aber mit Freude genossen und in Maßen. Ja. Wenn ich es wirklich mit Freude genieße, dann genügen vielleicht auch 2 Stück Schokolade. Wenn ich das wirklich langsam, anstatt mit schlechtem Gewissen oder versteckt, dass meine Tochter nicht dabei ist und sieht, wie ich sündige. Ich meine, allein schon diese Schuldgefühle, die man sich selber macht, das kann ja nicht gesund sein. Kann nicht gut sein, richtig. Und auch irgendeine Art Diät oder Art der Ernährung, die einem keine Freude bereitet, kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Deshalb ist auch so meine Prämisse, lieber weniger richtig umsetzen, als versuchen, alles umzusetzen, dabei zu scheitern und dann alles über den Haufen zu werfen. Ne? So, ne? Lieber zum Beispiel erstmal die Essensregeln beachten oder die Essensabstände
oder das mit dem Trinken, dann sieht man vielleicht auch schon, ah, es geht mir schon besser. Wann trinke ich dann, Helena? Also ich habe geglaubt, wenn ich eine Weile vor dem Essen trinke, dass dann das Wasser durchrutscht und dass das dann eigentlich nichts macht. Also wie lange Abstand soll ich da lassen? Also ich würde so eine halbe Stunde vor dem Essen empfehlen, aufzuhören zu trinken. Ah doch. Ja, und also was auch wichtig ist, also es ist empfohlen, eher immer mehrere, sagen wir 10-mal in der Stunde ein paar Schlucke zu nehmen, als jede Viertelstunde ein Glas, jetzt als Beispiel. Also weil diese Menge, das ist nämlich das Ding, das Wasser muss ja auch verdaut werden. Also das machen wir uns oft nicht so bewusst, dass man denkt, so Wasser, das läuft da so durch. Ja. Und ne, aber es muss auch verstoffwechselt werden. Also es gibt jetzt, also es ist die ayurvedische Ansicht, aber das Spannende ist, im Zen-Buddhismus gibt es auch einen Spruch, wenn du das und das nicht machst, kannst du nicht mal einen Tropfen Wasser verdauen. Also, oh, wow. Genau, also da merkt man diese Phrases auch aus dem asiatischen Bereich, diese asiatische Denkweise, dass man eben das Wasser nicht einfach nur so durchlaufen lassen kann, sondern das bedarf auch einer Verdauungskraft. Interessant. Und nach dem Essen, wie lange Abstand soll ich dann, also ab wann darf ich dann wieder trinken, unter Anführungszeichen? Ja. Also man kann natürlich, also man kann natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Schlucke auch mal zum Essen dazu trinken. Im Idealfall warmes Wasser, weil es das Agni verstärkt oder unterstützt. Oder im Idealfall wartet man eine halbe Stunde wieder und kann dann wieder trinken. Ah, doch, so bald schon. Doch, so bald. Also genau, es kommt auch drauf an, zum Beispiel, wenn man jetzt ganz ayurvedisch sein Essen zubereitet, dann sind da auch verschiedene Konsistenzen der Nahrung enthalten. Also zum Beispiel ein Mungdal, also so halbflüssig, eine ganz flüssige Brühe, da hat man quasi sein Wasser, sein Getränk, was Festes, Knackiges und vielleicht so halbweiches oder halbknackiges Gemüse. Ne, da hat man im Idealfall mehrere Konsistenzen der Nahrung schon in einer Mahlzeit integriert und hat dadurch schon diesen flüssigen Faktor abgedeckt. Interessant. So, bitte stellt sehr gerne eure Fragen. Hier, ich mache mir jeden Tag Obstsmoothies, alles durcheinander. Ich habe Zöliakie, Hashimoto und ernähre mich vegan. Welches Obst sollte denn nicht zusammengegessen werden? Puh, ja. Smoothies. Das ist schon mal komplex. Also Smoothies. Der Blutzuckerspiegel schnellt hinauf, oder? Fruktose. Ich würde sagen, Smoothie würde ich genau auch mit Vorsicht genießen, beziehungsweise kauen im wörtlichen Sinne. Also Ayurveda ist jetzt nicht so gerade dafür bekannt, der größte Smoothie-Fan zu sein. Eben auch wieder aus diesem, also kann man sich ja auch leicht vorstellen, ne? Man haut da vielleicht 2 Bananen, einen Apfel, ein bisschen gefrorene Himbeeren und Spinat rein, würde man so lose nie hintereinander alles essen können. Ne? Also wenn man sich die ganzen Früchte vorstellt. Und dann schüttet man es in einem runter, wie du sagst, Blutzuckerspiegel schnellt in die Höhe und man hat noch ein riesen Durcheinander drin. Also würde ich empfehlen, den Smoothie vielleicht entweder sehr, sehr gut zu kauen, also wirklich zu löffeln, also klassische Smoothie-Bowl. Da kann man gleich nur noch die Hälfte vom Smoothie, wenn man da wirklich einspeichelt. Genau, und weniger. Beziehungsweise im besten Fall bei den, was Hashimoto? Und Zöliakie. Zöliakie. Ja. Und vegan. Genau, vegan ist ja kein Problem, aber die anderen beiden Faktoren, da würde ich dann wirklich mich mal um das Agni kümmern, also schauen, in welchem Zustand ist das Agni, also wie fühlst du dich nach dem Smoothie, was gibt es sonst noch so am Tag verteilt, also ich bin mir sicher, da gibt es noch viel bessere, also ich will jetzt nicht werten, aber sagen wir hilfreichere
Nahrungsmittel und Essensmöglichkeiten, wo du dir mehr Gefallen tust als jetzt mit einem Smoothie, egal in welcher Obstkombi. Ja, also zum Blutzuckerspiegel, dass der stabil sein soll, habe ich auch zum Beispiel mit Hannah Willemsen ein Interview im Kongress, aber auch andere Experten reden immer wieder darüber. Quasi Stabilität dieses Blutzuckerspiegels, also ich bin auch von Hashimoto betroffen und das versuche ich, also es gelingt mir auch nicht immer, aber dass man zum Beispiel vor dem Essen, jetzt ist das wieder widersprechen, dass man Wasser mit Apfelessig trinkt, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Und jedenfalls, dass man einfach schaut, dass man keine Nahrungsmittel zu sich nimmt, die diese Achterbahn beim Blutzuckerspiegel produzieren. Und das wäre dann leider eigentlich viel Obst, viel Süßes oder kurzkettige Kohlenhydrate, wie eben weißes Mehl. Gut, das ist bei Zöliakie ja eh nicht zum Essen, aber auch andere Mehlsorten. Also alles, was zu diesen Schwankungen führt, dass das eben gerade bei Hormonproblemen besonders ungünstig ist, weil dann kommt man eben in diese Energietiefs, weil wenn der Blutzuckerspiegel weit hinauf geht, geht er dann nachher wieder auch tief hinunter und das führt zu Energielosigkeit, das führt zu Stimmungsschwankungen, alles Dinge, die ja gerade bei Hashimoto ein Thema ist. Und da lade ich euch wirklich ein, euch die Interviews beim Kongress anzuschauen. Das wird einfach, diese Stabilität des Blutzuckerspiegels ist ein sehr wichtiges Element. Da kann ich noch kurz einhaken. Ja, sehr gerne. Ist jetzt quasi eine Seiteninfo, nicht Ayurveda, aber trotzdem super wichtig und super hilfreich, dass Hülsenfrüchte ja einen Second-Meal-Effekt aufweisen. Sprich, also der Dr. Michael Greger hat in Studien untersucht, dass man zum Beispiel, wenn man abends eine Linsensuppe isst und am nächsten Morgen jetzt so ein Smoothie oder ein Nutella-Brötchen, dass dann eben nicht dieser Blutzuckerspiegel in die Decke schießt, sondern dass der immer noch flacher verläuft, aufgrund der Linsen oder Hülsenfrüchte allgemein vom Vorabend. Also super spannend. Seitdem ich das weiß, versuche ich euch, krieg's eigentlich hin, beinahe jeden Tag Hülsenfrüchte zu essen. Weil so kann man den Blutzuckerspiegel auch recht gut konstant halten. Dasselbe habe ich wiederum von meinem Therapeuten, der hat mir geraten, dass man, wenn man schon beschließt, irgendwas Süßes zu essen, wenn man, sagen wir, irgendwie Heißhunger auf Schokolade und das muss jetzt unbedingt sein, dass man versuchen sollte, zeitgleich ein Protein zu essen, weil auch das, also er hat dann gesagt, wenn du Schafkäse verträgst, isst doch auch ein Stück Schafkäse, bevor du das Süße isst, weil auch das dazu beiträgt, dass diese Peaks nicht so stark sind. Das stimmt, das kann die Peaks so abfangen, genau. Und genau, zu Hashimoto, falls das jetzt wahrscheinlich eben nicht so hilfreich für die Fragestellerin war, die jetzt geliebten Smoothie irgendwie, der wir Ihnen den hoffentlich nicht schlecht geredet haben, aber genau, also es gibt auch natürlich verschiedene Kräuter, die man noch einsetzen kann und da kann man super auch zur Schilddrüsenbalance was machen. Also nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern auch mit Kräuterpräparaten, sage ich mal, also natürlichen Präparaten. Genau. Was rätst du denn da? Also ich glaube, es sind ja so viele Menschen von Schilddrüsenproblemen betroffen. Mhm. Kannst du da ein bisschen das Geheimnis lüften? Welche Kräuter oder Gewürze sind denn da besonders hilfreich? Also genau, ich kann natürlich jetzt nicht als Medizinerin irgendwelche Medizin empfehlen, also weil ich ja keine Medizinerin bin. Aber ich kann zum Beispiel von mir selber sprechen. Ich hatte sehr lange eine Schilddrüsenunterfunktion und dann immer mal eine Mischung. Dann war es kurz eine Überfunktion, also sprich so dieses Hin- und Her-Titschen, weil ich L-Tyroxin genommen habe. Also es hat stark geschwankt und mir ging es damit nicht gut. Und das habe ich seit inzwischen bestimmt fünf Jahren selber in den Griff bekommen mit Kanchanaraguru. Also, was ist das?
Das ist ein Präparat, was ein Harz quasi, ein Harzgemisch mit verschiedenen, also kombinierten Kräutern, also quasi schon ein ayurvedisches Medikament in dem Sinne. Aber ich erzähle ja nur von mir. Also man sollte auch immer vorher gucken, ne? Also bei jedem individuell, ob das dann für denjenigen passend ist. Aber das hilft halt total gut, sowohl bei Überfunktion als auch bei Unterfunktion, weil es diese wilden Schwankungen ausgleicht und weil es genau da andockt, wo was fehlt. Das sind Harze von Bäumen. Also nee, das war jetzt falsch falsch formuliert. Also das Gugulu ist ein Harz, also Weihrauch. Meine ich zumindest. Ich bin jetzt gerade ziemlich sicher, Schalaki ist Weihrauch. Macht ja nichts. Also es ist genau, also das Gugulu ist ein Harz. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, welches. Und in Kombination mit verschiedenen Kräutern, ich meine, Zimt ist drin, verschiedene andere Sachen. Also es ist quasi so ein harziges Pressling, also ein Pressling. Ja. Natürlich muss man den dann quasi auch nehmen. Aber man kann, also ich bin jetzt seit 5 Jahren mindestens ohne L-Tyroxin und habe super Schilddrüsenwerte. Also das wollen wir unbedingt, dieses Präparat, das posten wir dann noch, bitte, wie das genau noch einmal heißt. Das kommt dann bitte in die Facebook-Gruppe, woraus sich das zusammensetzt und wie sich das schreibt. Aber es ist wohl nicht für jeden Typus gleich wirksam, nicht? Das ist, man kann nicht sagen, so, ich nehme das jetzt und das ist pauschal, sondern wahrscheinlich auch individuell muss man die Produkte ja anpassen. Mal gucken, genau. Also es kann halt sein, dass diese, ich sag mal, Beigewürze, dass die dann bei jemandem, der jetzt zum Beispiel sehr viel Pitta, sehr viel Feuer hat, dass die dann zu vermehrter Hitze im Körper führen können. Also bei Vata ist es in der Regel kein Problem, bei Kappa auch nicht. Aber man sollte halt trotzdem vorher nochmal abklären und nicht, dass jetzt blind alle Kanchanara Gugulu bestellen. Gut, also wir überlegen uns noch, ob wir das posten oder nicht, wenn dann nur mit diesem Beisatz. Wir besprechen das noch. Bitte, das Interview geht jetzt bald zu Ende. Die Stunde ist bald um. Ihr könnt bitte noch vielleicht eine letzte Frage stellen und eine steht da auch schon. Habt ihr auch was bei Morbus Basedow? Morbus? Wahrscheinlich. Ja, das ist diese, ich glaube, das ist Schilddrüsenüberfunktion, ne, wenn ich mich richtig. Gut, wir sind keine Ärzte. Genau, wir sind keine Ärzte. Man muss natürlich auch da wieder gucken. Das ist ja wieder der ayurvedische Ansatz, nicht so, man hat XY, es ist eben anders. Also nicht, ne, hier Kopfschmerzen, da Aspirin. Sondern man guckt ja wiederum, wie konnte das dann entstehen? Warum konnte das entstehen? Was sind die Faktoren, die man vielleicht vorher, bevor man das jetzt irgendwie mit Kräutern versucht auszugleichen, was sind die Faktoren, wie bringt man die wieder in Balance? Also dass man quasi immer nach der Wurzel schaut. Mit anderen Worten, da bräuchte ich jetzt natürlich mehr Informationen. Ja, also wir können nicht so pauschal. Genau, also wenn sie da Interesse hat, kann sie mich natürlich anschreiben oder. Und dann beantworten wir das sehr gerne. Ich habe jetzt auch quasi so eine Eingebung zu diesem Thema mit diesen Krankheiten und wie sie alle heißen oder wie auch meine eigene Autoimmunerkrankung. Und du hast am Anfang auch das mit dem Mindset und der Entspannung etc. angesprochen. Ich für mich, ich finde es so schwierig, wenn ich mich zum Beispiel als Hashimoto-Patientin bezeichne, dann habe ich mir dieses Etikett verpasst oder das, was auch immer es gerade ist, und das nagelt mich dann so fest und dann muss ich etwas dagegen tun. Ich finde es für mich viel hilfreicher, wenn ich mir sage, ich habe halt jetzt etwas, eine energetische Schwäche, dann bin ich nicht so im Kopf und habe auch eher das Gefühl, ich kann jetzt sozusagen etwas
dagegen tun. Ich bin selbst ein Teil der Heilung. Ich trage mit der Kraft meiner Gedanken, mit Entstressungsmaßnahmen, was auch immer dazu bei, diese Schwäche, die wohl auch vorübergehend sein kann, zu heilen. Nicht? Das ist, klingt für mich ganz anders, wie wenn ich sage, so, ich habe jetzt dieses Etikett. Mhm. Und dann sagen ja die Ärzte auch meistens noch, Hashimoto ist überhaupt ein Lebensurteil, Verurteilung, und das ist für immer, ja, wobei es viele auch Heilungsverläufe ja beobachtet werden. Also dass man immer auch flexibel bleibt in dieser Haltung, die man der eigenen Erkrankung gegenüber hat, das ist für mich sehr hilfreich. Das ist super, da kann ich direkt eine Brücke zuschlagen. Das ist nämlich auch eine ganz andere Denkweise, zum Beispiel jetzt in Indien. Dort wird zum Beispiel auch gesagt, mir haftet Krankheit an. Also nicht ich habe die und die Krankheit, sondern mir haftet an. Oder auch mir haftet Unglück an, mir haftet Hunger an, mir haftet Freude an. Also da ist so dieses, also zum Beispiel Mujeduk Lakta Hä. Also so dieses, ne, das ist so, was ist das, kann man wie so ein Klebezettel, zack, den kann ich auch wieder abreißen. Also ich kann mitmachen, nicht? Ich bin mitverantwortlich sozusagen für meine Heilung. Und zwar nicht nur, indem ich jetzt unbedingt den besten Arzt finde oder das beste Ayurveda oder das beste was auch immer, sondern ich auch durch meine Einstellung, nicht? Durch meinen Wunsch zu heilen. Jede Krankheit hat ja auch sozusagen einen Nutzen. Also ich habe das auch schon so als Gedankenübung gemacht, welchen Nutzen habe ich daraus, dass ich dieses Hashimoto mir anhaftet. Ja, welchen Nutzen sozusagen, dass man noch einmal den umgekehrten sozusagen, welche Gedanken, Gewohnheiten oder emotionalen Gewohnheiten werden dadurch genährt sozusagen. Genau. Und wie groß ist wirklich auch mein Wunsch, mich zu verändern und mich von dieser oder jener Nahrungsintoleranz oder Autoimmunerkrankung frei zu machen. Nicht, dass ich auch erkenne, es liegt auch in meiner Hand, und zwar mit Kraft der Gedanken. Ne? Bitte, die letzte Frage, bevor wir schließen. Ich esse sehr gerne Hülsenfrüchte, aber das ist aufgrund der Histaminintoleranz bei mir nicht erlaubt. Ist das richtig? Ja, kommt jetzt wieder, sage ich wieder, kommt drauf an. Ja, also, es ist mit nicht erlaubt, finde ich, ist es schon so eine negative Ansicht. Man kann natürlich gucken, also das Wichtigste ist ja auch bei Histaminintoleranz, dass man den Bakterienstamm, dass man quasi gute Bakterien zuführt oder ne, dass die Bakterien genährt sind, dass es gute Darmbakterien gibt. Und dass die, ich sag das mal, Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom, genau, dass das gut versorgt ist, auch mit Nährstoffen. Und es kann natürlich sein, dass das eben jetzt das nicht der Fall ist. Da könnte man, also ich würde, wenn du die gerne isst, dann isst die doch weiter und beobachte immer, wie es dir geht. Ich finde, das ist der beste Ratgeber, zu gucken, wie fühle ich mich denn danach. Also ne, ich esse das gern. Warum sollte ich es dann nur, weil man sagt, man soll nicht, ist das ja blöd. Aber es gibt zum Beispiel auch noch die ayurvedische Buttermilch, ist jetzt keine Buttermilch, nennt sich Takre, ist ein Rezept aus Wasser und verquirltem Joghurt mit bestimmten Gewürzen, womit man auch quasi die Darmflora unterstützen kann. Und wenn man sowas zum Beispiel auch kombiniert, ne, dass man trotzdem Sachen isst, die jetzt vielleicht nicht, wo man jetzt erstmal nicht Hurra schreit, der Darm zum Beispiel, aber dass sowas unterstützend wirkt. Also dass man noch was hinzuführt, was auch das Mikrobiom stärkt und dem gut tut. Also mit anderen Worten, ich würde sie weiter essen und ich würde aber immer beobachten, welche Menge und wann. Und wie geht es mir danach und so weiter. Ja, das mit dieser ayurvedischen Uhr, das hast du ja auch auf Instagram gepostet. Genau. Da kann man es noch einmal nachschauen, wenn einen das interessiert.
Ja, also liebe Helena, ganz ein tolles Gespräch. Ich schließe daraus, also man kann viele Brücken schlagen, gerade das, was du jetzt über das Darmmikrobiom gesagt hast, das wird im Kongress so vielfach besprochen. Wie kann man durch Fermentieren, also gerade die Buttermilch, das ist ja eben auch, wenn man die auch selber aus Rohmilch zu Hause mit Fermenten selbst zubereitet, mit lebendigen Fermenten, dann ist das auch für die Vielfalt der Darmmikroben so gesund. Also es gibt da sicher ganz viele Parallelen. Und ja, also was, genau, vielleicht noch abschließend, was bietest du an? Kannst du das vielleicht noch einmal sagen? Wie kann man dich finden? Ja, also finden kann man mich online oder halt, ne, also auf Instagram Ayurveda Wissen oder auch mit diversen Homepages, die sind da auch verlinkt. Genau. Und anbieten tue ich eben zum Beispiel Konstitutionsanalysen, dass man eben weiß, was ist die angeborene Konstitution, was ist die mögliche Disbalance und wie kann man seine Ernährung danach ausrichten. Also ich begleite Menschen häufig auch über längeren Zeitraum, also 3 oder 3 Monate, 6 Monate, auch hin zu Wohlfühlgewicht oder mehr Energie, fitter. So sich gesünder fühlen, auch immer integrativ mit Yoga, Meditation, Atemübungen, die dann eben passen. Also es ist quasi immer so ein ganzheitliches, individuell zusammengestelltes Paket, das ich da anbiete. Ganz toll. Ich danke dir, Helena, dass du heute dabei gewesen bist. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich habe total viel daraus gelernt. Also vor allem dieses Thema des Bekömmlichmachen von Nahrung, des Erwärmens mittels dann eben Mischen, die richtigen Gewürze, die richtigen Kräuter, die richtigen Nahrungsmittelkonsistenzen zur richtigen Zeit. Genau. Also einfach ein ganz neues Universum und ja, ganz spannend, da noch tiefer einzutauchen. Ich danke euch, dass ihr alle dabei wart. Morgen beginnt eben der Kongress, der 10 Tage dauern wird. Und da geht es eben auch ganz viel um den Darm, wie man den heilt, wie man den entgiftet, was man bei den einzelnen Nahrungsmittelintoleranzen tun kann, wie man individuell reagiert. Und bitte sagt auch noch weiter, dass es diesen Kongress gibt. Ladet möglichst viele Menschen ein. Ich persönlich bin gar nicht von so Nahrungsintoleranzen so stark betroffen, außer dass ich beim Kongress bei einem Labor jetzt gelernt habe, ich soll eigentlich kein Casein essen, was also ein Bestandteil der Milch ist. Und trotzdem war alles für mich so unfassbar wertvoll, weil ich eben über Verdauung, Verdauungskraft, über Ruhe beim Essen, über emotionale Entlastung, über Rückverbindung mit mir selber, ja, also wie wichtig auch diese Entspannung ist, also dass eben auch die Darmbakterien haben eine direkte Auswirkung auch auf meine Emotionen, ja, also diese ganzen Verbindungen, wir sind nun mal eine Einheit und das habe ich bei diesem Kongress gelernt und es war für mich eine ganz große Bereicherung. Ich hoffe, dass auch ihr viel davon habt und freue mich, wenn möglichst viele Menschen ab morgen dabei sind. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.